Hallo Leute, hier ist wieder euer Markus und wir sind bei TapTap Heroes. Ein neuer Freitag, ein neues Event. Und lasst uns kurz mal reinschauen. Wir haben die Heldenruinen, die immer zusammen auftreten mit dem Wunderbaum-Event. So, zusätzlich haben wir mit dem Update ja noch das Bootcamp bekommen, was ich mittlerweile hier durch habe. Und beim Trainingslager fehlen mir noch zwei. Das ist einmal dreimal Alchemie durchführen. Das habe ich dementsprechend übermorgen. Und dann haben wir noch hier irgendwo zwei goldene Truhen öffnen. Auch das übermorgen. Ja, ansonsten Wahnsinn durch den Gipfel. Ich hatte, glaube ich, noch nie so viele Schlüssel. Also, wenn es so weitergeht, zweimal kann ich es auf jeden Fall durchspielen und vielleicht sogar ein drittes Mal. Also, bitte, bitte, bitte einen richtig geilen Helden beim nächsten Chestpull-Event. Ja, und ansonsten, ich war natürlich schon wieder ein bisschen ungeduldig und habe meine 10 Versuche schon in der Woche gespielt. Und ja, was soll ich euch sagen? Also ich bin besser geworden, 291. Allerdings reicht das nicht unter den Top 600 zu sein. Da muss ich mich dann wohl noch steigern. Ja, was soll ich sagen? Also wenn ihr mal schauen wollt. Ich hatte eigentlich einen super Start, guckt euch mal das Team an, musste dann allerdings merken, dass ihr eigentlich zum Gewinnen nicht nur gute Helden benötigt, sondern ihr braucht eigentlich mindestens eine Klassenaura und eigentlich auch noch eine Aufstellungsaura. Ja, also außer ihr habt natürlich einen sehr schwachen Gegner, aber ansonsten, da muss schon sehr viel passen. Es ist natürlich auch ein bisschen Glückssache, was kommt. Ich hatte dann bei dem einen hier, wobei das war ganz okay. Da fehlte mir nur ein guter Tank und ich hatte, glaube ich, einen Gegner. Aber irgendwie einen hatte ich. Ja, hier. Keine Aufstellungsaura. Und bester Tank, dreimal Ultima, Heilung, Klassenaura, hat trotzdem nur bis 5 gereicht. Einen hatte ich, wo ich nur Schrott bekommen habe. Ja, aber wenn ihr nochmal sehen wollt, also damit kann es gehen. Auch hiermit kommt man relativ weit. Hiermit bin ich relativ weit gekommen, wobei ich das echt nicht gedacht hätte. Aber Aufstellungsaura, die hat es noch rausgehauen. Und hier war es einfach ein super Team, aber hat nicht weitergebracht, weil mir die Aura fehlte. Ebenso wie hier, obwohl die Teammitglieder sehr, sehr gut waren, fehlte nur so ein richtiger Tank. Naja, ja, so war's. 291. Nächste Woche peile ich irgendwie mal die 300 an. Wenn mich nicht alles täuscht, war beim letzten Mal tatsächlich einer besser. 463. Ich glaube, das letzte Mal war einer, hat da einer mehr Punkte. Ja, ansonsten gibt es das Mondfest und da kommen wir jetzt. Also hier gibt es eine Karte, wie man wieder kaufen kann. Dann klassisch Wunschmaschine, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Ich hatte heute 10 Schlüssel. Dann gibt es Pakete zum Kaufen. Es gibt Login Rewards, die sind ganz nice. Ja, es gibt wieder Phönixsteige, ne? Damit habe ich dann 20, also viermal konvertieren. Und dann gibt es den Shop und wir haben Ragnarok mit 4000. Ansonsten meiner Meinung nach alle das nicht wert. Und wie gesagt, für die 4000 beziehungsweise eigentlich schon für die 2800 müsst ihr eigentlich Geld in die Hand nehmen. Von daher meine Empfehlung, euch die Schlüssel zu holen, was auch gut zu meinem Plan passt, noch mehr Schlüssel zu haben, um dann eben beim nächsten Event tatsächlich auch 3 Runden machen zu können.
Das hier ist wieder ganz nett, dieses Card Game, zwei übereinander passende zu finden. Es kostet nur 100, wenn ihr falsch liegt, und letztendlich rechnet sich das definitiv. Von daher werden wir mal gleich anfangen. So, wir haben Lexa und Vathandi. So. Luna. Lexa hatten wir schon mal. Luna haben wir auch. Puppet. Valkyrie. Nameless King. Waldheiler. So. Yay! Richtig geraten. Bams. So. Zweite Runde. Leila meldet sich auch. So, Nameless King. Ich glaube, Vathandi hatte ich noch nicht. Immer auf den hinaus. Perfekt. So, letzte Runde.
Mouse King und Monkey King. Puppet. Foreign. Luna. Minotaurus. Luna. Sandy, Freya, so, Puppets, Natas, Natas, Valkyrie. Sandy hatten wir hier. Freya hatten wir hier. Nameless King war hier. Foreign war hier. Valkyrie hier. Nexa hier. Und der Waldheiler. Sehr gut. Das war's. Macht dann 841. Wie gesagt, ich werde da nicht großartig investieren. Ich heb mir das alles auf für den Gipfel. So, dann werden wir mal. Was kann ich hier fusionieren? Dann werden wir mal anfangen mit den Ruinen. Ich habe das übrigens noch aufgehoben, Leute. Ich bin zwar jetzt mit dem Glücksrad durch, mit dem Monatsevent, aber. Ich habe noch über 2 Wochen Zeit, also von daher mache ich mir da überhaupt keinen Stress. Ich habe hier leider nur einen. Aha, Hester, okay. So, dann schauen wir mal. Oder mache ich erst den Baum? Also ich werde nur einmal machen. So, das steht schon mal fest. Ich brauche, wie immer, Valkyrie. Ich werde, glaube ich, aber Himmel und Hölle pullen, um Sky zu bekommen. Ich glaube, so mache ich es, ja. Nichts. Nichts. Einmal der Judge. Heaven's Judge. Nichts. Nichts. Dark Judge. Dark Judge. Und Belial. 4. Nichts. Nichts. Und nichts. 4 Fünfer und kein guter. Ja. So schnell kann es gehen. Übrigens, es gibt wieder Detlef. Ich weiß nicht, die versuchen sie irgendwie reinzudrücken. Braucht kein Mensch, aber was soll's? Ich nehme gerne das Gold mit.
Schwierig. So, dann machen wir noch mal die Heldenruinen. Ja, komm, 20. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich sehe ein Mars, richtig geil. Auch wenn ich ihn schon habe. Ansonsten ist da nicht viel dabei. Schade. Weiß ja nie. Überraschung, Überraschung. Es fehlt natürlich einer davon. Und einer davon. So, auch erledigt. Für nächstes Mal schon wieder genügend gesammelt. Wobei ich könnte ja. Noch nicht so viele. Ah, immer so spät und mit der Serverzusammenlegung lande ich immer nur jetzt auf den hinteren Plätzen. Zumal die meisten haben jetzt schon über 4 Millionen und ich tingle hier noch bei 3,2 rum. Ah, Mann, 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 Mann. Sei es drum, ich brauche die Walküre. Es geht nicht anders. Es muss sein. Schauen wir mal, wie mein Glück heute ist. Ich habe ja schon 4, 5 Mal versucht, ohne was zu bekommen. Die Conversion Rate ist einfach saumäßig. Nehme ich natürlich. Komm, einmal eine. Oh Mann. Nicht einmal. Ich könnte mir hier einmal Valkyrie holen, hätte noch einmal, dann hätte ich viermal, könnte aber nicht konvertieren. Ja, ich weiß, auch mit 9 Sterne ist er stärker. Aber wenn ich nie die Phönixsteine benutze, dann ist es irgendwie auch ad absurdum geführt.
so stark. Leute, ich zeige euch nochmal Expedition. Bis zu einem gewissen Punkt ist da auch irgendwie der Gag weg. Weil man ja so viel zum Wechselnden hat. Ich gucke mir das gar nicht mehr an, sondern klick durch. Oh, super. Das war jetzt gar nichts. Kann man auch vergessen. In erster Linie mit einem starken Team geht es darum, einfach zu überleben. Bis zum Schluss. Durch die Boni. Boah, der macht Schaden. Ausweichen ist immer schön oder Geschwindigkeit. Weil Geschwindigkeit hilft nicht so viel. Ja, klar, man fängt an. Aber Ausweichen ist bei 15 Kämpfen hintereinander wesentlich besser. So, das nehmen wir jetzt auch gleich. Da schon wieder alle fast vollgeheilt. Dann nehmen wir noch die Geschwindigkeit. Nee, dann darf mal. So. Easy going, Leute, easy going. So, ich werde jetzt erstmal den Verlust meiner schon wieder nicht Valkyrie verkraften und wünsche euch noch einen schönen Abend. Abonniert uns und einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.